Der Frühling hat begonnen, überall steigen wieder die Events, die Mittelaltermärkte, die Turniere. Und das erste für mich wirklich tolle Ereignis ist der Markt in Schlotzau, hier in Osthessen. Da werde ich auch mit dem Zelt da sein, falls ihr mich dort seht oder treffen wollt. Ich werde da mit dem Sachsenzelt irgendwo stehen und ich werde auch definitiv mitkämpfen. Hallo und willkommen zu einem neuen Wiegand-Video. Heute soll es um Schilde gehen und ich will einfach erstmal ein bisschen was dazu sagen, welche Bedeutung Schilde eigentlich haben beim antiken und mittelalterlichen Kriegswesen. Wenn wir in die Antike zurückschauen, dann gibt es dort eine ganz tolle Beschreibung von Homer, falls es ihn wirklich gegeben hat, was umstritten ist. Wie überhaupt immer alles umstritten ist bei Historikern. Jedenfalls hat der die Geschichte vom Trojanischen Krieg aufgeschrieben. In zwei verschiedenen Büchern, einmal die Ilias, grob gesagt die Geschichte von Achilles, und die Odyssee, also die Geschichte von Odysseus, einem anderen Helden dieses Trojanischen Krieges und seiner Heimkehr. Und in der Ilias, im ersten Buch, ganz genau im 18. Gesang, wird in mehreren Strophen allein der Schild des Achilles beschrieben. Das macht Homer sehr, sehr geschickt, schriftstellerisch sehr geschickt, indem er nicht einfach nur den Schild beschreibt, sondern wie Achilles den herstellt, also wie der gebaut wird, aus 5 Schichten und kunstvoll verziert und. Überhaupt wird im Trojanischen Krieg immer wieder mal ein Schild erwähnt. Wenn zum Beispiel Könige sich beschenken, dann schenken sie sich Schwerter, oder auch ein Schild, was also gleichwertig ist mit einem doch so kostbaren Schwert. Oder ein Held fällt auf dem Schlachtfeld und er wird dann auf seinem Schild aufgebahrt und man trägt ihn auf dem Schild vom Schlachtfeld. Schilde haben eine enorme Bedeutung, nicht nur im Trojanischen Krieg, sondern später auch bei den Römern, bei den Kelten und selbstverständlich auch im mittelalterlichen Kriegswesen. Und vor dem Hintergrund ist es ziemlich unverständlich, warum in Hollywood in so vielen Ritterfilmen ausschließlich mit dem Schwert gekämpft wird und nicht mit Schwert und Schild. Warum das so ist, will ich nachher mal klären. Ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür. Jedenfalls zunächst mal, welche Schilde gab es überhaupt im Mittelalter? Wie wurden die eingesetzt? Wie hat man damit gekämpft? Das wollen wir alles heute mal klären. Die ersten bekannten Illustrationen und auch Berichte über Schilde hier in Nordeuropa, Nordwesteuropa, drehen sich fast immer um Rundschilde. Die sind entweder, so wie der typische Wikingerschild, flach mit einem Schildbuckel und einer Schildfessel in der Mitte. Ja, ich lasse mal den Riemen hier zur Seite und zeige mal nur die Schildfessel, also die ist in der Mitte oder auch ein kleines bisschen versetzt, sodass man mit der Hand besser rein kann, wenn der Schildbuckel nicht so groß ist. Oder aber sie sind gewölbt. Das hier ist nur ein Rohling eines gewölbten Schildes. Ich werde in einem späteren Video daraus mal einen kompletten Schild machen, aber man kann es vielleicht sehen, dass der also eine Wölbung hat. Und diese Wölbung, die war durchaus üblich bei den Franken, bei den Angelsachsen, bei den Sachsen auch. Also wenn man so will, bei ziemlich vielen Feinden der Wikinger. Der flache Schild war eher typisch für Skandinavien und Nordeuropa. Trotzdem
mit beiden Schilden kann man wirklich ganz hervorragend kämpfen. Und der typische Einsatz eines solchen Schildes ist mit dem frühmittelalterlichen Schwert. Das hat eine kurze Parierstange. Und diese Schwerter bezeichnet man in der Regel so als typische Hiebschwerter, wobei natürlich kann man damit auch stechen, aber sie sind vor allen Dingen für den Hieb gedacht. Und der Einsatz mit dem Wikingerschild ist einfach der, dass ich aktiv das Wikingerschild nehme, um Abstand zum anderen zu bekommen. Und die Schildfessel erlaubt mir ganz einfach, den umzuschlagen auf die andere Seite und auch von dieser Seite her den Weg für das Schwert freizugeben, sodass ich von jeder gewünschten Richtung mit dem Schwert hauen kann oder zustechen und trotzdem über diese gesamte Entfernung Abstand vom Gegner bekommen kann. Nebenbei bemerkt, den Schild habe ich mir selbst gebaut aus einer Tischplatte, die beim Sperrmüll schon lag und ich habe das einfach auf 80 cm ausgesägt, mit Leinen beklebt, mit Rohhaut umrandet, ein Schildbuckel drauf, die Fessel ist mal ein Besenstiel gewesen. Also eigentlich alles mehr oder weniger aus Resten, außer der Rohhaut. Und der wiegt so knappe 4 Kilo, nachdem ich ihn nochmal runtergehobelt habe. Es gibt einige Videos, zum Beispiel von Roland Warzecher, der sagt, er müsste viel dünner sein. Ja, für einen Zweikampf mag das stimmen, aber für die Linie, also wenn jemand mit einer Dänenaxt oder mit einem Gär auf mich zukommt, bin ich eigentlich schon ganz froh, wenn er nicht zu dünn ist, denn da bist du auch ganz schnell mit dem Speer durch. Ja, Zweikampf mit dem Schwert ist nochmal was anderes, als in der Linie zu stehen und dort schwere Waffen abzuhalten. Oder vielleicht kann man sich ja auch vorstellen, dass Angreifer mit Bogen und Wurfspeer kommen. Auch dann bin ich froh, wenn das wenigstens ein kleines bisschen mehr Schutz bietet. Bis ins 10. Jahrhundert hinein haben also nicht nur Sachsen, Angelsachsen, Skandinavier insbesondere zu Fuß gekämpft. Die Franken hatten vorher schon ihre typischen Panzerreiter. Und dort ist irgendwann jemand auf die Idee gekommen, dass es eine bessere Idee ist, auf dem Pferd eine andere Form zu wählen für ein Schild. Ja, dieser Schild wurde dann übernommen, zum Beispiel von den Normannen. Man sieht ihn besonders gut auf dem Teppich von Bayeux, also einem ganz berühmten Bilddokument, wenn man so möchte. Genau genommen natürlich geknüpft und bestickt. Und der wird deswegen ganz gern Normannenschild genannt, obwohl das eigentlich Quatsch ist, denn dieser Schild wurde, das kann man auf Darstellungen an Kirchen, Buchillustrationen und auch Textquellen nachverfolgen, überall in Europa benutzt. Also man kann ihn auch Tropfenschild nennen oder Drachenschild, Kite, gibt die verschiedensten Bezeichnungen dazu. In jedem Fall hat der keine Schildfessel mehr, sondern hier gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Lederbändern, den am Unterarm zu befestigen. Und jetzt habe ich eben die Hand für die Zügel frei. Und hier stelle ich bald fest, dass das kurze Schwert vom Pferd aus einfach nicht genug Reichweite hat. Deswegen werden die Schwerter für die Reiterei länger. Und da sich der Kampfstil ändert, da ich also öfter mit der freien Hand Hiebe verteile, wird auch die Parierstange länger. Also typisch ist fürs 10. und 11. Jahrhundert und natürlich dann auch fürs 12. dieser lange Tropfenschild und diese Schwertform. Es gibt auch dann schon die Schwerter mit dem Scheibenknauf. Auf jeden Fall haben sie längere Klingen.
und breitere Parierstangen und eben diesen Schild dazu. So, wenn ich nun mit der Lanze kämpfe oder wenn ich überhaupt in der Schlacht auch zur anderen Seite kämpfen will, kann es passieren, ich will den Schild auf die andere Seite vom Pferd bekommen oder ich will überhaupt beweglicher sein mit dem Schild. Außerdem fangen jetzt die Rüstungen an, auch die Beine zu bedecken. Und deswegen ändert sich auch hier die Schildform wieder. Zum Hochmittelalter hin wird zunächst der Rand von dem großen Schild abgeschnitten und dann wird er immer kürzer, sodass am Ende der typische Dreiecksschild übrig bleibt. Der klassische Ritterschild ist also der kurze Dreiecksschild, wenn man so will, der Nachfolger von dem langen Tropfenschild. Ausgerechnet in meiner Heimatstadt Marburg, im Museum des Landgrafenschlosses, genau genommen ist es Teil des Universitätsmuseums, befindet sich eine bedeutende und wirklich sehenswerte Sammlung von Ritterschilden aus dem 13. Jahrhundert. Unter anderem ist der Schild des Landgrafen Konrad von Thüringen dort zu sehen. Man erkennt sofort, dass wir hier das Vorbild für das thüringische und hessische Landeswappen haben. Also, wer sich wirklich für solche Originalschilde interessiert, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Marburg ist sowieso eine Reise wert. Perfekt für den Kampf zu Pferd mit Lanze und entsprechendem Reiterschwert. Ist der Rundschild deswegen weg? Ist er komplett aus der Mode gekommen? Nein, definitiv nicht. Der Rundschild bleibt in der Infanterie, also bei den Fußsoldaten, nach wie vor beliebt. Und ein direkter Nachfolger ist dann der kleine Faustschild, auch Buckler genannt. Und man sieht, der ist genauso aufgebaut wie der Wikingerschild auch. Schildbuckel in der Mitte, Schildfessel, nur dass er eben viel kleiner ist. Also typischerweise hat er so 25 bis 30 cm Durchmesser, manchmal auch kleiner, ganz selten größer, denn der soll beweglich sein. Ja, der ist dazu da, die Hand zu schützen zunächst mal, also die Schwerthand zu schützen zunächst mal und dann aktiv beim Kampf als Block zum Beispiel oder sogar eben als aktive Waffe entsprechend eingesetzt zu werden. Überhaupt, Schilde sind eigentlich kein Teil der Rüstung. Schilde sind eigentlich immer eine Zweitwaffe. Man kann das hieran besonders gut erkennen. Also die Möglichkeiten, den wirklich als Schlaginstrument, als aktive Waffe einzusetzen, liegen auf der Hand. Das kann man sofort erkennen, wenn man die alten Bücher dazu studiert. Erst im ausgehenden Mittelalter, als Ritter Plattenrüstung haben, und zwar Vollplatte, also am ganzen Körper entsprechend geschützt sind, wird ein Schild auch schon mal komplett überflüssig. Wie gesagt, für Ritter, bei den Fußtruppen ist es immer noch absolut üblich, große Pavesen oder andere große Schutzschilde zu benutzen auf dem Schlachtfeld und nur Ritter, die sich so eine richtig teure Rüstung leisten können, können auch schon mal auf ein Schild verzichten, haben dann die Hände frei, zum Beispiel für einen Anderthalbhänder oder ein zweihändiges Schwert. Und in den Kriegen der Renaissance bei den Landsknechten und natürlich nach später in der Neuzeit sieht man auch immer weniger Schilde. Die sind noch nicht verschwunden. Also man sieht auch bei den Landsknechten oft Schilde, auch noch im Dreißigjährigen Krieg. Zum Beispiel die Türken bringen Rundschilde wieder mit, manchmal sogar mit kleinen Klingen am Schildbuckel. Also kann man zum Teil immer noch auf Schlössern oder in irgendwelchen Waffensammlungen besichtigen. Also der Schild ist noch lange nicht verschwunden, aber er wird immer weniger wichtig. Und später, als sich natürlich die Schusswaffen durchsetzen und die Kriegsführung sich komplett ändert, da verschwindet der Schild auch vom Schlachtfeld. Aber im gesamten Mittelalter wird der Schild eingesetzt und ist wichtig auf dem Schlachtfeld,
außer für eine kleine Gruppe von Rittern im ausgehenden Mittelalter. Also das ist wirklich eine Ausnahme, die mal keinen Schild hat. Warum verzichtet nun Hollywood ständig auf Schilde? Also egal, welche Filme man sich anguckt, ob die Filme, die ich schon erwähnt habe, aus den 50ern, zum Beispiel Prinz Eisenherz mit seinem Duell am Schluss, oder die Filme aus den 80ern, nehmen wir zum Beispiel mal das Duell von Robin Hood gegen den Sheriff von Nottingham, oder, wenn es auch keine richtige mittelalterliche Saga ist, aber nehmen wir mal Game of Thrones. Ja, überall kämpft Hollywood ohne Schild. Warum? Bei Game of Thrones gibt es sogar eine Szene, wo der Bronn ein Duell fechten soll und der schmeißt den Schild weg, als ob er lästig wäre, überflüssig und im Weg. Also ich, wenn ich die Wahl hätte, würde definitiv mich für den Schild entscheiden. Also, es muss doch einen Grund haben, warum Hollywood den Schild so wenig wertschätzt. Und ich glaube, das hat seinen Ursprung in der Theaterfechterei, in der Shakespeare-Fechterei, denn darin sind viele Schauspieler ausgebildet, im Kampf mit dem Rapier, mit dem Degen. Und wenn jemand es gewöhnt ist, mit dem Degen oder mit dem Rapier zu kämpfen, und er soll jetzt zum ersten Mal ein Schild in die Hand nehmen, dann ist dieser Schild plötzlich im Weg. Der ist ein lästiges, unbequemes Hindernis. Wenn jemand nicht lernt, wirklich mit dem Schild zu kämpfen, Beispiel Vikings, obwohl es da ein paar ganz gute Kämpfe mit dem Schild gibt, aber es gibt auch ganz grottenschlechte Beispiele von Leuten, die das also überhaupt nicht als Waffe benutzen, sondern wo man wirklich sieht, in dem Moment, wo jemand kämpfen will, nimmt er ein Schild lieber runter oder hinter den Rücken oder ganz weg. Also Leute, die es gewöhnt sind, mit dem Degen und dem Rapier zu fechten, die halten den Schild für ein Hindernis und nicht für eine Unterstützung. Das heißt, die Schauspielerausbildung ist einfach verkehrt. Und genauso die Ausbildung von den Stuntmen, die so einen Kampf choreografieren. Die haben einfach keine Ahnung, wie man mit dem Schild richtig kämpft. Und wenn ich davon keine Ahnung habe, dann lasse ich ihn lieber weg. Ja. Dazu kommt, dass die Kamera natürlich auch den Schild oft wiederum als Hindernis begreift. Da ist der Held verdeckt und versteckt sich womöglich hinter diesem riesen Ding. Und ich sehe nur ganz wenig davon, von dieser tollen Action, von seiner Mimik, wie er sich da anstrengt. Ja, da ist ja der Schild auch wieder im Weg. Also, so für einen Kameramann ist ein Schild wahrscheinlich auch ein bisschen ein Problem, denke ich mal. Ich wünschte wirklich, es würde mal Leute geben aus der HEMA-Szene, die in Hollywood anklingen und sagen, so Freunde, wir erklären euch jetzt mal, wie man mit dem Schild kämpft. Denn alle die wirklich Ahnung davon haben, die das auch hobbymäßig machen, mit denen ich geredet habe, sagen, das war ja schon wieder gar nichts. Also das können wir ja besser. Und dann soll das der Held sein. Naja. Es gibt ein paar ganz gute Gegenbeispiele. Ein Beispiel im Film Troja, den ich sonst nicht immer so ganz toll finde, aber speziell der Kampf vor den Toren Trojas zwischen Achilles und Hektor, der ist ein wirklich gutes Beispiel für einen gelungenen Kampf mit dem Schild. Das Duell ist ein bisschen überchoreografiert. Man erkennt oft, dass da wirklich, also das sind fast schon Tanzschritte, dass da wirklich das alles öfter eingeübt wurde. Und trotzdem ist es so dynamisch und so gut gefilmt, dass es glaubhaft ist. Ja, also man ist wirklich im Geschehen dabei. Und hier kann ich einfach mal empfehlen, guckt euch mal mindestens dieses Duell an. Aber ansonsten überlegt euch einfach mal, angenommen, ihr steht jemandem mit einer Waffe gegenüber und
Ihr müsst nun aus irgendeinem Grund auf eins von beiden verzichten, Schild oder Schwert. Also der kommt da mit dem Speer oder einer Axt auf euch zu. Ganz ehrlich, würdet ihr jetzt lieber das Schwert wegwerfen oder den Schild? Ich würde den Schild behalten, denn der schützt und kann angreifen. Mit dem Schwert muss man schon sehr geübt sein, um das hinzubekommen. Ach ja, natürlich, ein großes Gegenbeispiel gibt es noch. Es gibt einen Helden, der mit dem Schild kämpft, und zwar nur mit dem Schild. Und das ist Captain America, aber der hat ja nun mal nichts mit dem Mittelalter zu tun. So, beim nächsten Mal würde ich eigentlich das Thema Schild wieder aufgreifen. Das heißt, ich möchte euch eigentlich mal ein paar Kampfszenen zeigen, wie man halt so wirklich in der Linie und im Zweikampf mit dem Schild kämpft. Außerdem habe ich euch ja vorhin diesen gewölbten Rohling gezeigt und ich werde in einem Video definitiv ein Bastelvideo zeigen, wo ich den zu Ende baue. Alle Teile dafür habe ich schon zu Hause. Es kann also bald losgehen. Aber am 19. April beginnt die letzte Staffel von Game of Thrones und ich habe schon so viel diese Serie erwähnt, dass ich denke, da mache ich erstmal ein Special zwischendurch, bei dem ich erzähle, was ich alles toll finde und was ich nicht so toll finde, was die Kämpfe angeht, was die Ausrüstung angeht, was die Art und Weise angeht, wie die auf das Mittelalter Rückschlüsse ziehen oder wie das Mittelalter entsprechend zitiert wird. Also, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt, zunächst mal ein Game of Thrones Special. Und noch etwas. Der Frühling hat begonnen, überall steigen wieder die Events, die Mittelaltermärkte, die Turniere. Und das erste für mich wirklich tolle Ereignis ist der Markt in Schlotzau, hier in Osthessen. Da werde ich auch mit dem Zelt da sein, falls ihr mich dort seht oder treffen wollt. Ich werde da mit dem Sachsenzelt irgendwo stehen und ich werde auch definitiv mitkämpfen. Vom 12. bis 14. April 2019 und gleich eine Woche drauf der Ostermarkt auf der Burg Herzberg, ebenfalls in Osthessen. Das ist bei mir direkt vor der Haustür. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auch beim nächsten Mal wieder auf euch. Bis dann. Tschüss.